Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des SMP Life a Dream. Ja, wir werden jetzt gleich den Bootschein machen. Und dafür. Ja, trifft Geräusch auf den Sand. Dafür sind wir hier gerade zum Strand gefahren. Ich denke nicht, dass das irgendein großes Problem sein sollte. Weil ich meine, es ist ein Boot. Ja, was soll man da schon groß falsch machen? Okay. Genau, ich nehme an. Und ich bin an. Okay. Fahrstunde ist gestartet. Jetzt mache ich so folgen. Ja. Okay. Ich meine, wer musste nicht mehr trainiert haben, unter irgendwelchen Stegen durchzufahren? Das passiert ab und zu. Im Bootsfahrtverkehr. Nennt man das so? Bootsfahrtverkehr? Ich weiß nicht. Vielleicht. Oh, Smasher 6611 ist wieder weg. Naja, warum denn auch nicht? Ich dachte mir so, yay, ein Freund von mir ist da, aber nein. So, Stopp, habe ich so gestartet. Haha, ich bin echt der Bettsteller. Will er rein? Ja. Sieht ganz so aus. Gott, wie fährt der denn? Genau, und von dem lerne ich das Boot fahren. Wusste der, dass hier Ende ist? Ich glaube, ich bin schon wieder zu leise, ja. Abgesehen davon, wenn ich mal gucke, damit ich nicht allzu viele Fehler mache. Aber das hält mich natürlich nicht auf, jetzt wieder aus allen Rohren zu reden. Sagt man das so? Ich weiß nicht. Was weiß ich? Wahrscheinlich nicht. Was bedeuten eigentlich diese komischen Wasserfälle da vorne? Das kann ich irgendwie nicht ganz... Und ich glaube, ich bin so weit von meinem Mikro weg, das ist jetzt... Scheiße. Aha. Gucken, ob man noch kurz wartet. Gut, muss ich gleich wieder einpacken mit dem Boot. Oh Gott. Upsala. Ach, kurz, oh. Ich. Gut. Ich denke, das war ganz gut. Hoffe ich. Ich habe jedenfalls ein ganz gutes Gefühl. Und... Ja! Nein, erstmal nicht. Tschüss. Also, was los? Noch da? Fragezeichen. Okay. Kurz warten.
sie wieder da sind. Und wer ist Maestro? Das sagt mir gar nichts, ja? Also wirklich gar nichts. Ich habe gerade ein paar Scheine gemacht. Oh nein, ich wollte das doch nicht mehr so blöd mitreden. Welche habe ich gemacht? Ich habe Motorrad, Auto mit Anhänger, Boot und Traktor. Also fast, ich habe ja eigentlich, ich habe ja gemacht, aber nicht den Schein bekommen. So, das schreibe ich jetzt kurz. Wer ist Maestro? Ja, sind ja nur 7K, ne? Ja, wie ist das denn jetzt halt? Okay. Oh, was ist denn da los? Stopp. Ja, klar. Also ich denke, ich bekomme den Schein auf jeden Fall noch sicher, ja. Aber vielleicht erst später. Wer sagt, dass ich jetzt in der Aufnahme bin? Ja? Lass mal den ein bisschen verunsichern. Mal gucken, wie er reagiert. Aber vielleicht. Okay, hast recht. Ich nehme natürlich auf. Der Glückliche. Bei Arme brauchen Level 14 oder was ist denn das für ein Level? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Oh, der Weihnachtsmann. Da. Level 11. Hä, brauchen wir nicht Level 14? Ich brauche noch ein paar Level. Ja, dann. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder unglaublich still, ja, weil ich rede, oder? Oh. Ohohohoho. Aha. Da versteckt er sich. Er ist gesucht. Ach, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich habe nichts zu tun. Lass mich rein. Ja. Erstmal auflegen. Weiß nicht, irgendwo. War das? Nee. Was habe ich denn gerade gedacht? Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Henny 0205. Bester Name, ja? Obwohl, gleich nach Bunga Bunga. Was habe ich denn gerade gedacht? Oh Gott. Ich bin eindeutig zu verwirrt. Ja, dann fahren wir noch ein bisschen mit. Wir werden schon wieder freiwillig entführt. Das wird wieder ein schöner. So, 285 Liter in dem Auto, ja, ganz sicher. Natürlich. Jawohl, vielleicht ist im Kofferraum irgendwie so ein riesiger Tankkanister oder so eine Art. Was weiß ich. Ja, allerdings neigt sich diese Folge auch wieder zum Ende, ja? Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, um die nächsten Scheine zu sehen, ja? Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss.